Vor zwei Wochen in den Landesmedien haben wir es ja überall lesen dürfen. Thüringen hat immer weniger junge Leute. Und die einzige Antwort, die eben den Etablierten bislang darauf einfiel, war eben, wir müssen noch mehr ausländische Fachkräfte in unser Land holen. Wir stellen hier zunächst einmal als nationale Demokraten die Frage, wieso hat man denn erst unsere jungen Leute und unsere gut ausgebildeten Fachkräfte aus unserem Land nach Baden-Württemberg, Bayern, nach Österreich oder in die Schweiz vertrieben durch diese Arbeitsbedingungen, schlechte und ungerechte Löhne im Vergleich? Warum hat man nicht dafür Sorge tragen können, dass endlich wieder genügend Kinder geboren werden, genügend Familien entstehen? Und warum hat man nicht dafür Sorge tragen können, dass endlich mehr Menschen geboren werden, mehr Menschen als sterben? Der Sterbeüberschuss in Thüringen ist ja nach wie vor der entscheidende Faktor, dass unser Land schrumpft und immer kleiner wird und überaltert. Aber wir alle sollten uns doch miteinander einmal die Frage stellen, rein ökonomisch bereits betrachtet, wer soll eigentlich die Renten von morgen verdienen? Wer soll eigentlich die Facharbeiten und Dienstleistungen von übermorgen erledigen? Das ist doch eine existenzielle Zukunftsfrage, auf die eben die einzige Antwort sein kann, wir müssen wieder dafür sorgen, dass Kinder nicht länger ein Armutsrisiko sind, dass Kinder nicht länger ein Faktor sind, den Arbeitsplatz zu verlieren oder erst gar keinen zu bekommen, dass eben endlich wieder unsere Familien, unsere Eltern und solche, die es werden wollen, Sicherheit und Perspektive haben in unserem Land. Und das alles ist durchaus bezahlbar. Hallo Thüringen mal wieder. Wir sind immer noch auf Thüringen Rundfahrt und heute sind wir hier im Tierheim der Universitätsstadt Jena, denn Tierschutz ist eines unserer Schwerpunktthemen. Wir wollen den Tierschutz stärken. Ich bin ja selber Tierhalter und auch ein erklärter Tierfreund und wir sind die einzige Partei im Freistaat Thüringen, die für die Landtagswahl kandidiert, die eben das Tierschutzthema zum Schwerpunkt ihres Wahlkampfes, als auch dann eben im Thüringer Landtag als Schwerpunkt ihrer Arbeit eben erklärt hat. Und wir wollen das eben auch in die Tat umsetzen. Deshalb sprechen wir heute erneut Tierfutter, Katzenfutter, Hundefutter eben ganz speziell für unsere Tiere. Und Tierheime sind immer noch zu schlecht ausgestattet. Wir wollen helfen, tun Sie das auch. Dankeschön, bis bald.